Gut. Und dafür würden wir halt wirklich da ins Ende gehen. So, weil wir ja von innen nach außen, von außen nach innen, ist eigentlich egal. So, hier rüber, hier rüber, hier rüber, dadurch, dadurch, dadurch und Ende. Wunderbar. Okay. Eben, eben. Dann falle ich mal da runter und dann düsen wir hier mal weiter. Und dann geht der ganze Kladderadatsch wieder zurück. Bam, 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 bam. Und das war die letzte Schaufel. Das heißt, wir gehen zurück zur Baustellentruhe. Ja, eigentlich ist es die Gartentruhe. Momentan zumindest. So, zack, 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 zack. Aber zurzeit missbrauchen wir die Baustellentruhe als Gartentruhe. Nee, die Gartentruhe als Baustellentruhe. So rum war das. So rum wird ein Schuh daraus. Und deswegen würde ich dann jetzt hier mit dir dahin gehen, dahin gehen. Steine drauf. Eins, zwei. Schade, dass ich das Shift nicht benutzen kann. Drei, vier. Das würde reichen. Die Sonne geht auch langsam wieder unter. Also da drüben ist Westen offenbar. Da ist Osten. Pam. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Also irgendwas ist da gerade hakelig. So, und dann würden wir den Spaß alles absabeln. Gut, ein runter, ein nach links, ein nach rechts und wieder geradeaus. Wir machen den ganzen Spaß gegen den Uhrzeigersinn. So. Eigentlich spiralförmig nach innen. Okay. Nächste Schaufel. Da gäbe es auch Kohle, dann gibt es hier nochmal Erde, da würde ich auf die 7 gehen. Machen wir hier das Loch zu. Und dann müssten wir eigentlich schon wieder nach Hause. Die Kohle will ich jetzt eigentlich auch nicht mitnehmen. Die nehmen wir später mit. Bevor uns irgendwelche Monstren in den Rücken fallen. So. Und auf geht's, nieder. Und ins Bettchen. Gute Nacht. So. Gut, also. Dann können wir uns ja heute mal angucken, was wir eigentlich erreicht haben. Was haben wir denn erreicht? Was haben wir gemacht? Wir haben uns eine Grube gegraben. In diese Grube wollen wir eine Mauer reinziehen. So. Und diese Mauer soll quasi eine Wehrmauer sein. Gut. So, welche Ansprüche haben wir eigentlich an diese Mauer? Was ich ganz gerne hätte, ist, ich hätte gern einen Gang in der Mauer, die nach innen halt Türen haben, wo man immer wieder rein kann. Wir hätten gerne. Hier komme ich jetzt nicht raus. Da müsste ich zur anderen Seite gehen.
Wir haben diverse Punkte, die für uns interessant sind. Da mache ich hier erstmal das Loch wieder zu. Wir haben diverse Punkte, die für uns interessant sind. Zum Beispiel der Strand. Deswegen hätte ich gerne ein Tor zum Strand. Vielleicht sollte ich vielleicht auch nach außen gehen, damit ich das alles besser zeigen kann. So. Wenn ich das überhaupt nach außen gehen kann. Oh. Na, das ist ja lustig. Okay, also. Ja, okay. Kriegen wir hin. Uah, gerade so. Okay, hätte man gleich die Erde wegbuddeln können. Dann machen wir das doch mal so. Dann können wir nämlich hier so sagen. Dann ist es alles halb so wild. Okay. Also, wir haben einmal diesen Strand hier, der für uns interessant ist. Deswegen hätte ich gern einen Ausgang zu diesem Strand. Außerdem ist für uns interessant dieser Wald hier hinten, weil das ja unsere Holzquelle ist. Den wir auch später vielleicht dann auch aufforsten werden. Dann geht natürlich nach Westen das Westtor raus. Im Idealfall. So. Und, was natürlich noch für uns interessant ist, ist hier nach Norden unser Steinbruch. Oh, eine Sonnenblume. Sehe ich das richtig? Sieht echt so aus, als ob es hier Sonnenblumen gibt. Das ist ja cool. So, und Sonnenblumen bedeutet doch für mich auf Deutsch Vogelfutter. Ist das richtig? Löwenzahngelb. Sonnenblume, Löwenzahngelb. Das glaube ich ja jetzt nicht. Okay, machen wir dich mal weg. Hauen wir dich mal hin. Dich und dich. Dich. Du kommst dann dahin. Machen wir dich dahin. Bäm. Okay. So und so. Schwebt da ein Klotz in der Luft. Ich glaube, mir hackt's. Okay, alles klar. Gut, das sind quasi die Punkte, die wir machen wollen. Was ich auch noch machen wollen würde, wäre eiskalt zu sagen. Den machen wir jetzt erstmal wieder zu. Wäre zu sagen. Also ich würde dann da auch wirklich ganz gern kleine Häuschen hinbauen und alles Mögliche. Es war ja immer so, dass in diesen Städten oder so weiter, also das gibt auch nur die erste Mauer. Wir werden später dann vielleicht unser Gebiet ausweiten und dann natürlich nach und nach weitere Wehrmauern ergänzen. Wie es halt so üblich war zu der damaligen Zeit. Was ich aber auf jeden Fall gerne machen wollen würde, wäre halt, dass wir sagen, ich will auf der einen Seite, will ich eine Mauer mit einer Außenmauer und einer Innenmauer. In den Innenmauern gibt es halt diverse Durchbrüche, damit man die Mauer betreten kann. Wenn man ja von innen auch die Mauer verteidigen können muss. Ich hätte sie gerne, ich hätte gern auf der Mauer, also ich hätte gern in der Mauer einen Gang. Ich hätte gern auf der Mauer einen Gang. Und was ich natürlich auch noch gerne hätte, Fahrradkette, wäre unter der Mauer einen Gang oder Lagerräume oder irgendwie sowas. Also so quasi so Kasematten oder sowas. Und insbesondere könnte man dann hier quasi unterirdisch einen Gang reinmachen. Wir können von unserem Haus unterirdisch einen Gang in die Mauer reinmachen, weil wir sind ja hier. Das können wir eigentlich schon fast direkt jetzt machen. Dann wären es aber sogar nur zwei Steine. Ja, weil es halt keine normale Straße ist. Das kann man eigentlich direkt machen. So.
Dann können wir hier wirklich sagen, zack. Okay, also vielleicht machen wir es erstmal nur mit einer Seite. 3. So, dann wäre hier 4 mal im Licht. 3, zack, 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 zack. Genau. So, und dann bin ich am Überlegen, das ist wahrscheinlich sogar einfach zu hoch. Das ist noch nicht... Nein, das wäre sogar zu hoch. Wenn ich jetzt hier sage 1, 2... Also warte mal, dann wäre... Doch, das könnte gehen. Dann wäre quasi auf dem Niveau von unserem Haus, da wo das Haus die Ebene ist, wäre der normale Rundgang. Und ich mache hier unten ja E3. Das würde halt Dinge komplizierter machen zum... Wie sagt man das? Für die Forstwirtschaft oder für Keller oder irgendwie sowas. Aber an und für sich... Das ist ja ein Wehrgang. Der kann theoretisch 2 oder sogar nur einen breit sein. Weil es ist ein Wehrgang. Also, es ist ein Sondergang, um zum Wehrding zu kommen. Aber ich würde ihn eigentlich fast gerne 2 breit machen. Weil, es geht ja nicht nur um darum, wir wollen da ja später vielleicht sogar mal ein Dörfchen hinbauen. Also, ich fantasiere gerade ein bisschen rum. Aber wir wollen ja eventuell ein Dörfchen in diese Mauer reinbauen. Und das würde dann ja bedeuten... So. Aber was wir jetzt auf jeden Fall schon mal wissen ist... Wie hoch unsere Mauern sein müssen. Also wie tief unsere Mauer sein muss. So. Genau. Das heißt, das hier ist eigentlich schon zu tief. Das heißt, das hier müssten wir eigentlich sogar auffüllen. So, und dann würde ich eigentlich hier mal wirklich alles auf dieses eine Niveau bringen. Aber bevor wir das machen, machen wir hier vielleicht mal eine Tür. So, 5. Zack. Zack. Dann würde ich hier... eine Tür anbringen. Hier machen wir noch eine Fackel hin. Und dann können wir hier so sagen, bäm, wunderbar. Dann hätten wir quasi einen Zugang zu diesem, zum Verteidigungsfall quasi. Alarm, Männer zu den Waffen, befestigt die Mauern. Und wir haben auf jeden Fall eine einfache Möglichkeit, dann wenn es Nacht wird, wieder ins Bettchen zu kommen. Wie jetzt zum Beispiel. Wir machen diese Dinge hier noch weg. So, und dann gehen wir auch schon wieder ins Bettchen. So, und dann geht's da wirklich einmal komplett außen rum.
Zack. Und dann gehen wir hier ins Bett.